Guten Tag Leute, hier spricht wieder euer Peter Gaming und wir spielen weiter FIFA 17. So Leute, jetzt DFB-Pokal, dritte Runde. Das heißt, wenn wir heute gewinnen, sind wir weiter. Wenn wir verlieren, haben wir ein Problem, Leute. Wir haben zwei von unseren Zielen, die wir haben, kriegen wir nicht gebacken, Leute. Das ist das Problem, Leute, von den. Au, das habe ich. Das ist das Problem, wenn wir heute verlieren gegen Freiburg, dann haben wir nachher weniger Chance, sozusagen zu gewinnen, Leute. Und das ist schade, aber wir müssen heute gewinnen. Ein gutes Spiel abliefern. Und dann werden wir es schon schaffen, denke ich, sag, hier im DFB-Pokal zwischen FC Bayern München gegen SC Freiburg. So, und los geht's. Bin ich mal richtig gespannt, wie das Spiel jetzt abgeht. Okay, ruhig. Erstmal auf ruhig spielen. Wir wissen, wir haben Zeit. Aber wir wollen natürlich wie immer schnell nach vorne spielen. Schön. Oh man, keiner steht vorne. Ah, oh, man. Alter. Oh, Dallas. Oh, er muss warten. Alter, meine Meter, Bayern gleich ein schönes Spiel um den Sieg hier. Ah, zu nah am Tormann leider. Ah, Abseits, was Abseits? Nein. Aber Sanchez, ich finde Sanchez wirklich gut. Der will spielen, der will. Okay, ah, schade. Ich wollte auf Eckball spielen, aber naja, macht nichts. So, Bayern weiß natürlich heute gewinnen, dann sieht es gut aus für den FCB. So, Freiburg weiß natürlich. Jetzt gehört Freiburg an. Manometer. Sanchez, ich finde Leute, Sanchez wird richtig nice. Der wird immer besser, Leute. Der Sanchez wird immer besser. Achtung. Ah. Weg die Pille, einfach weg erstmal. Das ist erstmal wichtig, dass der Ball weggeht. Und dann schauen wir einfach, was dann weiter geschieht, Leute. So, ruhig, FC Bayern. Ah, Mann, das ist heute. Freiburg kommt jetzt, Freiburg kommt jetzt. Ah, schade. Bisschen Sanchez hätten vielleicht warten soll, aber dann wäre es vielleicht Konter gewesen. Das war besser so als anders da. Einwurf Freiburg hier im deutschen Pokal, Alter, im deutschen Pokal. Nein! Oh Mann! Arsch! Oh nein! Oh, das war. Oh Mann! Richtig! Ah, oh Mann! Das sieht nicht gut aus für den FCB heute! Oh Mann! Freiburg führt 1:0! Oh Mann!
Ah, schade, oh, Lewandowski. Wenn er durchkommen wäre, aber Bayern weiß. Das Spiel ist nicht gut, es ist nicht gut, es sieht echt nicht gut aus für den FCB heute. Bayern nicht zurück, oh Mann. So, okay, frei. Ich bin kein guter Freistoßschütze, Leute. Guck, ah, Mann. Ich wollte versuchen, dass er reinrennt, aber ist doch nicht so gelaufen, wie ich gedacht habe. Ich wollte so ein bisschen reinrennen, Mann, Freiburg führt und Bayern muss jetzt Druck machen. Und es sieht gut aus für Freiburg, Leute. Mann, Freiburg spielt gutes Spiel und Bayern kommt nicht durch, leider nicht. Oh, jetzt 2-0 wahrscheinlich. Boah, zum Glück. Oh, Abseits. Alter Schwede. Zum Glück nur Abseits. Zum Glück Abseits. Müller ist nicht im Spiel. Mann, ich bin echt langsam am Überlegen, ob ich Müller nicht aus der Startelf raus tue. Er ist nicht ganz so mehr. Auf seiner Seite geht es nicht ganz so gut wie bei auf Costas Seite, Leute. Das Problem ist, Bayern rückt einfach ganz spät vor. Die rücken einfach nicht vor. Das ist das Nervige. Die Bayern rücken echt nicht vor. Das ist das Sau, das Problem, finde ich. Wenn die mal ein bisschen vorrücken, denen. Ja, Costa. Ah, Mann, Costa. Das waren Abstimmungsprobleme. Abstimmungsprobleme. Boah, zum Glück ein. Und Lewandowski macht das Tor, Alter. Zum Glück FC Bayern macht das Ausgleichstor. Das Ausgleichstor. Und das war jetzt wichtig. Bayern-Fans jubeln richtig, um hier 1:1 kurz vor der Halbzeit. Das war wichtig, kurz vor der Halbzeit. Kurz vor der Halbzeit. Oh, Alter, was war denn das? Alles, das war ein Tor von Lewandowski, Leute. Lewandowski, das war ein schön. Also ich habe nicht gedacht, dass das ein Tor wird, Leute. Das habe ich echt nicht gedacht, Leute. Mann, jetzt aber kein Gegentor kurz vor der Halbzeit noch kassieren. Das wäre jetzt wieder, Leute. Ja, weg die Ball. Irgendwie die Pause überstehe, Leute. Was?
Alter, was war denn das? Alter, was ist denn hier los? Alter, ich glaub's nicht, ich glaub's nicht. Warum fängt der Neuer den Ball nicht ab? Oh Mann, jetzt sieht's wieder so blöd aus. Alter, was war denn das für ein... Kurz vor der Halbzeit passiert uns ein Gegentor wieder. Und 4 Minuten werden nachgespielt, dann passiert das Tor, was... Ich glaub's nicht, Leute. Das ist nicht Ist nicht normal, Leute. Das Spiel war nicht normal. Jetzt heißt, Leute, wir müssen wieder ein Tor schießen. Oh Mann, das nervt mich jetzt so saumäßig. Kurz vor der Halbzeitende haben wir noch ein Tor kassiert. Oh Mann, ich hab's aber mir fast gedacht, dass das passiert, weil Bayern, ich krieg immer so irgendwie so Leichtingsfehler in die Abwehr. Und jetzt muss Bayern wieder Druck spielen. Ey Mann, Schiri, Alter, warum faul? Oh Mann, jetzt keine Elfmeter. Oh Mann, Elfmeter. Schade, weil es war eigentlich eine Torschance. Weil wenn er durchkommen wäre, wäre eine Elfmeterschance gewesen. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit, Leute. Aber... Wir haben noch ein bisschen Zeit im Spiel heute. Aber hier, die Fans sind heute ruhiger. Ah, Mann, oh Mann. Bayern hat wirklich in den letzten paar Minuten Pech, wie die Sau. Das Gegentor kurz vorm Halbzeitpfiff. Jetzt hier ein fast ein Tor gemacht, aber leider nicht hingekriegt. Leider nicht hingekriegt, aber Mann, mir, das wäre jetzt bitter, Leute, wenn man. Das wäre jetzt richtig bitter für den FCB, was zurzeit bei München passiert, finde ich. Eckball, Eckball. Ah nein, ah Mann. Oh, dann spielen wir gegen Leipzig im nächsten Spiel. Oha. Dann haben wir den Ball vertändelt. Oh Mann. Und jetzt kriegt Bayern ein bisschen das Spiel nicht unter Kontrolle, Leute. Abseits. Aber wir müssen es versuchen, Leute. Wir müssen es so versuchen. Wir müssen es weiter so probieren. Immer weiter schauen. Ach,
Mann, das Tor kurz vor der ersten Halbzeit. Jetzt ist entschieden. Ach, nein, 3-1, oh Mann. Aber das ist halt das Problem, Leute. Wenn man halt wenn man halt um den Sieg kämpft. Aber es sieht echt nicht gut aus für den FDP. Wenn wir dieses Spiel jetzt auch noch verlieren sollen, oh Mann, dann sind wir in beiden Pokalturnieren raus. Champions Cup sind wir raus, DFB-Pokal sind wir raus, oh Mann. Und was heißt das? Unser Vorstand wird richtig Probleme machen in nächster Zeit. Der wird richtig Probleme machen, unser Vorstand. Das ist so was von bitter, oder Leute? So was von bitter, die Niederlage, wenn wir die hier kriegen. Kimmich kommt auch nicht auf den Ball drauf. Oh, und jetzt vergeigen sie den. Noch 10 Minuten auf der Uhr. Ich glaub's, Leute, und es wird nichts heute. Es wird nichts für den FCB. Okay, im ersten Spiel, Leute, gegen Leverkusen haben wir eigentlich 8 Glück gehabt. Da haben wir mit den Elfmeter dann am Ende das gekriegt. Ja, und das war halt, und jetzt, heute wird bestraft, glaube ich, unsere Dämlichkeit heute wieder. Bayerns Dämlichkeit wird heute bestraft. Nach 2, wo allem, im Pokal, in der deutschen Meisterschaft gewinnen wir, aber hier gegen Freiburg vergeigen wir dieses Spiel, Alter. Oh Mann, das Wort will ich heute nicht sagen, Leute. Man will es echt nicht sagen. Bayern hat nicht schlecht gespielt, aber sie haben durch 2 Fehler in der Abwehr, muss man sagen, Fehler in der Abwehr, das Spiel vergeigt. Und das heißt somit, Leute, wir sind jetzt in 2 Wettbewerben draußen, Leute. Aus der Champions Cup und aus dem DFB-Pokal sind wir draußen. Das heißt, Leute, wir müssen den deutschen Meistertitel holen. Oh Mann, wir müssen deutscher Meister werden. Leute, wir müssen deutscher Meister sozusagen werden. Oh Mann, das frustriert mich gerade. Und jetzt sind wir richtig,
Jetzt sind wir richtig abgestürzt, Leute. Richtig abgestürzt. Argentinien, oh, jetzt kommt was von Argentinien, oh, da habe ich jetzt echt gebockt. Guck mal, Leute, jetzt sind wir richtig abgestürzt. Mann, das ist nervig. Das nervt gerade ein bisschen, Leute. Wir sind ein Punkt, ein Punkt und hätten richtig Punkte vergeigt. So, dann. Ja, ihn will ich behalten, Mann. 3 Jahre? Na, mach mal auf 3 Jahre. Ah, 3 Jahre kriegt er. Drei Jahre, oh. Er will nur ein Jahr. Okay, der will ein Jahr. Okay, so. Götze tun wir ihn nehmen. Ja. Das kann man geben im Götze, finde ich. Mit dem Starke weiß ich noch, Rafinha. Ja, ich würde sagen, wir machen in 3 Jahren. Und er kriegt seine 90. So, was machen wir? Queen, dann machen wir, der will, kriegt ein Jahr, da kriegt ein Jahr und kriegt, ach, seine 40, aber nur nicht für ein Jahr. Mehr kriegt das nicht. Und Bad Stuber, den machen alle 2 Jahre. Da kriegt sein. Seine 100.000. Mal gucken, ob er es will. Okay. Schade. Oh Mann, das nervt mich jetzt gerade ein bisschen, Leute, dass wir jetzt im DFB-Pokal rausgeflogen sind. Aber ich denke, Leute, somit sagt euer Peter Gaming wieder. Tschüss, bis dann und PG, bis dann.